Endlich ein wenig Aufwind in der Debatte um Wohnraum in Berlin. Am Vormittag legte der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit mit der Geschäftsführerin der HOVOG, Stefanie French, den Grundstein für die Treskow-Höfe im Lichtenberger Stadtteil Karlshorst. Die rund 400 neuen Wohnungen sollen vor allem ein gemeinsames Miteinander fördern. Wir wünschen uns hier die breite Berliner Mischung. Die Mischung der Berliner Bevölkerung, so wie wir es eigentlich aus Berlin kennen und wie wir es lieben. Laut der HOVOG bleibt der Mietpreis von knapp 7 Euro pro Quadratmeter im Rahmen des normalen Durchschnittsverdieners. Und das erfreut auch den regierenden Bürgermeister. Dieser hat sich bereits im Vorfeld für den bezahlbaren Wohnraum in innenstadtnaher Lage ausgesprochen. Wir brauchen vor allen Dingen auch bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die kein hohes Einkommen haben, aber selbstverständlich auch einen Anspruch haben, eine vernünftige Wohnung zu bekommen. Hier mit diesem Projekt 400 neue Wohnungen wird eine Kombination geschaffen, auch zwischen Jung und Alt. Für Familien etwas getan, für ältere Menschen etwas getan, eine Kita gebaut, eine Senioreneinrichtung. Alles gehört zusammen und so stellten wir uns auch die Zukunft vor, nämlich gemeinsam zu wohnen. Der Komplex an den Treskow-Höfen soll bereits in etwa 1,5 Jahren fertiggestellt sein und für die neuen Bewohner bereitstehen.